Moin Seekreuz-Freunde, willkommen zurück auf dem Seekreuz-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und heute mit einer kleinen anderen Art von Flaschenpost, denn wir wollen 2018 im Rücken betrachten und 2019 haben wir vor der Brust. Wir wollen euch so ein bisschen, ja, einmal einen Rückblick verschaffen, was haben wir 2018 eigentlich alles erlebt. Man vergisst es ja heute in der heutigen, so schnelllebigen Zeit immer wieder, was eigentlich alles an Content 2018 zum Beispiel ins Spiel kam. Wir wollen das einmal für World of Warships tun und einmal so ein bisschen auch einen persönlichen Rückblick geben und eine Ausschau für Seekreuz 2018 und dann natürlich auch 2019. Fangen wir direkt an. Das erste große Event, was mir im Auge geblieben ist oder im Kopf geblieben ist, sind die französischen Schlachtschiffe, die gleich Anfang des Jahres relativ zügig ins Spiel integriert wurden. Ich kann mich da noch an einen tollen Livestream dran erinnern, der irgendwie über 4 Stunden ging, wo wir die Alsace damals auf dem Testserver sowas von auseinandergenommen haben, mit jeder Panzerungsübersicht und jedem Layer und so weiter. Und das war damals auch die Geburtsstunde von unserem Video im Trockendock. Denn das Trockendock-Video haben wir am Ende dann erneut quasi aufgelegt und dann auch für alle anderen oder viele anderen Premium-Schiffe ins Spiel geschafft oder ein Video geschaffen, wo für viele von euch einfach auch ein Ankerpunkt ist, wo man sagen kann, ja, alles klar, so und so sollte ich das Schiff fahren, so und so viel Panzerung habe ich an den und den Seiten, das und das kann mich durchschlagen, das und das eher nicht. So eine Sachen wollten wir euch damit anbieten. Ihr zeigt uns, dass diese Version von Video gefragt ist, wie kaum ein anderes. Die im Trockendock-Videos werden immer sehr, sehr gerne geklickt und ja, das war der Startschuss. Die französischen Schlachtschiffe haben auch bei Seekreuz das bewirkt, dass wir sagen, ey, wir haben unser im Trockendock Material oder unser im Trockendock-Video, unser Format gefunden. Das war am Anfang und damals ging es ja auch darum, dass die französischen Schlachtschiffe dann in einem Bogen vorgestellt wurden und nicht alle auf einmal erschienen sind, sondern man konnte sich damals erspielen. Dann hatte man so ein Event mit Gold von Frankreich und all so eine ganze Schichten. Gold von Frankreich, ihr erinnert euch, das war das mit dem Sturm, ja, wo dann diese Sturmfront da noch durchzog und so eine Sache, ihr müsstet den Konvoi beschützen. Also das waren die ersten Punkte. Der nächste Punkt, wofür ich leider kein Foto habe, ist die Twitch-Zusammenarbeit. World of Warships oder Wargaming hat mit Twitch eine Zusammenarbeit gefunden und hatte dann damals, wenn ihr euer Twitch-Konto mit eurem World of Warships-Konto verbunden habt, die Möglichkeit, besondere Inhalte freizuschalten. Nämlich die Texas in der Twitch-Lackierung. Es gab dann Twitch-Container und diese Sachen gibt es ja auch heute noch. Die gab es ja jetzt auch zur Weihnachtszeit. Wenn ihr World of Warships Livestreams bei Twitch schaut, dann auch eben Twitch-Container erhalten könnt. Der nächste Punkt, und das ist, dafür habe ich dann wieder ein Bild, und zwar ist das dieses, ja, das ist das Bild zu den amerikanischen Kreuzern, die nämlich dann im Frühjahr, beziehungsweise im Frühsommer angefangen wurden zu splitten. Und zwar wurde der Kreuzerbaum gesplittet in schwere und in leichte Kreuzer. Viele von euch hatten sich schon den kompletten Baum erfahren und fragten sich dann, wie geht's jetzt weiter? Wie wird mein Account denn jetzt, oder ich werde ja jetzt benachteiligt, wenn neue Schiffe hinzugefügt werden, all so eine Sachen. Und ja, auch da hat Wargaming wieder interessante Varianten gefunden, sodass keiner von euch wirklich was verlieren musste, sondern er eigentlich jede Menge dazu gewonnen hat. Viele von euch haben dann die amerikanischen Kreuzer exzessiv gespielt, um möglichst viele Goodies und Bonis mitzunehmen. Und da war auch ich einer davon, der dann sehr intensiv die amerikanischen Kreuzer gespielt hat, um möglichst viele Vorteile davon zu bekommen, durch den Umbau schon möglichst viele Schiffe in den Hafen gestellt zu bekommen. Dann ging damit einher natürlich auch, das ist zumindest in meiner Erinnerung so, die Erweiterung der japanischen Gandides, also diese Geschichte, wo dann der T9 und T10 Zerstörer nach der Akizuki ins Spiel integriert wurden. Ich glaube, das war auch um diese Zeit herum, wo dann da eine Erweiterung durchgeführt wurde, wo viele von euch drauf gewartet haben, weil die Akizuki einfach ein geiles Dampferchen ist, was echt viel Spaß macht. Und ja, jetzt ist da schon auch seit Mitte des Jahres die T9 und T10 Zerstörerflotte vollständig. Nächster Punkt sind dann die britischen DDs. Die britischen DDs wurden angekündigt im Sommer, also als die amerikanischen Cruiser noch quasi der Bogen noch in vollem Gange war. Und dann wurde auch damit gleich ein neues Event eingeläutet, nämlich das Royal Navy Event, was über 3 Patches ging. Und ja, darüber wurden dann die britischen Zerstörer ins Spiel hinzugefügt. Das Spiel wird immer schneller. Die Daring schießt alle 2 Sekunden mit ihren Kanonen.
was das Spiel anspruchsvoller, anstrengender macht. Aber ja, es ist für mich schon nah am Zenit, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich schon drüber, ja, ich denke nicht, dass World of Warships unbedingt ein Spiel werden sollte, was noch schneller und noch mehr Geschwindigkeit einfach aufbaut, sondern ich denke, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo das Spiel auch irgendwo bleiben sollte, weil man soll sich ja auch unterscheiden und nicht nur den Action-Bereich total betonen, ist meine persönliche Meinung. Action ist wichtig, es bindet einen, es sorgt für ein schönes Gefühl, sage ich jetzt einfach mal, für ja auch was Anspruchsvolles, was erreicht zu haben, wenn man erfolgreich ist und so eine Sache. Aber es sollte auch nicht so werden wie bei anderen Spieletiteln. Ist zumindest meine persönliche Meinung. Schreibt mir gerne unter die Videos oder unter dieses Video, wie denn eure Meinung ist, ob das Spiel noch schneller werden sollte. Sollten die Guns demnächst 1,5 Sekunden nachladen können? Sollten mehr Granaten durch die Gegend fliegen können von Flugzeugen? Sollten euch noch viel mehr Flugzeuge im Spiel begegnen, die dann vielleicht weniger Schaden machen, aber Hauptsache, es sieht schöner aus oder es ist einfach actiongeladener noch mehr? Ich weiß jetzt nicht, ob das dann total der richtige Weg ist. Aus meiner Sicht, ich habe sie eben gerade dargestellt. Der nächste Punkt, wofür ich leider kein Bild habe, ist die Clanbase-Erweiterung. Auch das war dieses Jahr ein großer Punkt, den vielleicht einige von euch da draußen schon vergessen haben. Der Clanbase-Umbau, der stattgefunden hat, wurden neue Gebäude hinzugefügt und dessen Funktion der bestehenden Gebäude wurden umgebaut, sodass die komplette Clanbase resettet werden musste. Ihr bekamt alles an Öl zurück und konntet dann mit dem Öl die neuen Gebäude aufbauen. Bei uns im Clan hat es dazu geführt, dass wir zu einer ganzen Menge eine neue Einstellung bekommen haben. Wir haben alle unsere Mitglieder befragt. Sie konnten alle Stellung beziehen, welche Gebäude besonders wichtig sind für sie und womit, was wir fokussieren sollten. Ich glaube, das wird auch bei uns im Clan sehr, sehr geschätzt, dass jeder seine Meinung äußern kann und soll. Und ja, so konnten wir dann darauf eingehen, wie die Wünsche waren und ja, haben erfolgreich schon bereits sehr, sehr viele Gebäude in dem neuen Clanbase-Zustand eingebaut. Der nächste Punkt des Jahres 2018 sind dann die U-Boote. Wir hatten dieses Jahr ein Event zum Halloween. Ja, diese Halloween-Events, die ihr schon kennt aus den letzten Jahren. Diesmal waren U-Boote mit dabei. Denn die Wargaming-Entwickler haben ja eine ganze Zeit gesagt, nein, wir wollen niemals U-Boote ins Spiel bringen. Niemand hat die Absicht, U-Boote ins Spiel zu bringen. Und plötzlich waren sie dann doch da, weil es neue Spielprinzipien gab oder neue Überlegungen gab, wie man diese denn integrieren konnte ins Spiel. Und ihr konntet die während des Halloween-Events ausprobieren. Viele von euch haben sich positiv geäußert, viele auch negativ geäußert, ohne Frage. Ja, wir werden sehen, ob dann eventuell sowas die Grundlage werden könnte, um U-Boote 2019 oder 2020 dann ins Spiel zu bringen. Und das letzte große Event ist dann das Prinz-Eitel-Event. Ich möchte das Neujahrs-Event nochmal hervorheben. Prinz-Eitel, vorgestellt im Mai oder im Juni 2018 das erste Mal. Dann gab es viele Buffs, viele Nerfs, Entschuldigung, und dann ein Buff. Und am Ende stand dieses Weihnachtsgeschenk hier quasi im Wasser. Ihr könnt es euch aktuell kostenlos erspielen, das Schiff, ein T6 Schlachtschiff oder Schlachtkreuzer besser gesagt. Wir haben euch bereits ein Vorstellungsvideo dafür gemacht. Ich möchte trotzdem einfach nochmal hier in den Vordergrund rücken, weil es zu Weihnachten hier so viele Aktionen gibt, wie in keinem anderen Jahr davor, was man hier an besonderen Sachen eben mitnehmen kann, mit Geschenkcontainern, mit anderen Sachen. Also ist auf jeden Fall eine ganze Menge Action geboten. Was ist jetzt der Ausblick auf 2019? Es werden aktuell die Träger umgebaut. Es sind britische Träger in Entwicklung, die sicherlich in einem neuen Bogen, der jetzt schon in den Supertest angekündigt würde, Anfang des Jahres mit einfließen werden. Wir werden zum Patch 8.08 die Träger ins Spiel integriert bekommen, die japanischen und die amerikanischen. Und ich vermute, dass im Laufe des Trägerbogens, des Flugzeugträgerbogens, dann auch die britischen Träger ins Spiel einfließen werden. Nächster Punkt, der schon angekündigt ist, sind die russischen Schlachtschiffe. Jeder von euch hatte die Bilder oder hat die Bilder im Auge. Wir haben sie euch bei der Flaschenpost hier natürlich auch vorgestellt. Und ja, jetzt ist die Frage, wie werden die Schiffe denn werden? Ja, viele russische Schiffe oder viele Spieler von euch da draußen halten die russischen Schiffe allgemein für relativ stark ins Spiel integriert, vielleicht sogar einen Ticken zu stark integriert. Die ganze Community hofft, dass sie vernünftig gebalanced werden, gerade weil auch sehr viele Papierschiffe dabei sind, die aus dem Nichts herbeigezaubert werden, sozusagen. Ja, ich bin sehr gespannt, ob da
ja, wie sich das dann verhalten wird im Jahr 2019, wie die Schiffe dann ins Spiel kommen. Ihr werdet hier natürlich alles rund um diese Integration der neuen Schiffe, auch Träger und so weiter, natürlich immer mit gleich als erstes hier erfahren und auch unsere Gedanken dazu erfahren, unsere Befürchtungen, unsere Tipps, die wir vielleicht euch dann schon mitgeben können, erhaltet ihr natürlich auch hier aus erster Hand. Dann gibt es als Fragezeichen für 2019 noch, italienische Kreuzer könnten 2019 noch ins Spiel integriert werden. U-Boote, Fragezeichen, anfangen mit Programmierung, sollen sie überhaupt kommen? Gibt es ein Statement zu U-Booten 2019 von Wargaming? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare unter dieses Video. Und der nächste Punkt ist CV-Balance. Der Balancing wird die größte Aufgabe im ersten Quartal 2019 werden. Ihr wisst, dass die Träger alle ungebalanced ins Spiel integriert werden, sondern nur so weit gebalanced, wie das in den Testphasen möglich war. Ja, es ist eben schwierig, so sagt es Wargaming, die Träger in einer richtig guten Balance schon auf den Server zu bringen, weil in Testumgebungen halt immer nur bekannterweise relativ wenig Spieler mit unterschiedlichen Spielerfahrungen aufeinandertreffen und man braucht die breite Masse, um eine vernünftige Balancing hinzubekommen. Und das ist halt die Bitte von Wargaming an uns als Community, ihnen möglichst wieder viel Input zu liefern. Und das ist auch meine Bitte an euch, wenn euch etwas gefällt, wenn euch etwas nicht gefällt, schreibt es ins Forum. Da wird von den Moderatoren jede Menge gelesen und auch weitergegeben an die Entwicklung, sodass die Träger in Zukunft dann auch ein zukunftsfähiges Modell auf dem Testserver oder auf dem Live-Server eben finden, dass man eben sie so gut integriert, dass ihr alle draußen Spaß habt, egal ob ihr Schlachtschiffe, Kreuzer, DDs fahrt oder dann ihr selber Trägerpilot seid. Und ja, das ist so das, was ich euch damit auf den Weg geben kann. Und das ist eigentlich das, was man zu den Events, zu den Abschnitten 2018 zu World of Warships sagen kann. Hier gibt es jetzt noch ein paar besondere Zahlen. Ja? Es gibt 102 Millionen Schiffe, die bereits in Umlauf sind bei allen Spieler-Accounts. Ja, wir haben hier eine zurückgelegte oder verbrachte Spielzeit von 35.493 Jahren von allen Spielern zusammengerechnet in dem Spiel World of Warships. Zurückgelegte Distanz mit Schiffen in dem Spiel 29 Milliarden Kilometer seid ihr da draußen mit den Schiffen. Die sind ja gefahren. Wir haben 111 Billionen. Moment, ich muss gerade mal rechnen. 100.000 Millionen Milliarden. 100.000 Millionen Milliarden. Also 111 Milliarden, nicht 111 Billionen. Also 111 Milliarden abgefeuerte Hauptgeschützgranaten. Das ist echt beeindruckend. Hier haben wir dann die Höchstschäden pro Klasse. 484.000 Damage mit Flugzeugträger, 461.000 mit Schlachtschiffen, 445.000 mit Kreuzer und 392.000 mit dem Zerstörer. Das war der höchste Schaden pro Klasse, den ein Spieler dieses Jahr erreicht hat. Dann haben wir hier verdiente Creditpunkte, das sind dann aber wirklich schon Billionen, 111 Billionen, 182 Milliarden und so weiter und so weiter. Ganz beeindruckende Zahl, wie ich persönlich finde. Verdientes Öl sind wir hier auch schon bei 1 Milliarde 404 Millionen. Und dann gibt es diese besondere Auszeichnungsgeschichte hier. Und der Einzelkämpfer ist ja nun eine ganz besondere Auszeichnung in World of Warships. Ihr seid das letzte Schiff im Spiel und müsst euch noch gegen 4 andere Schiffe wehren. Und das schafft ihr erfolgreich und gewinnt dieses Spiel dann noch. Und dann bekommt ihr den Einzelkämpfer. Ja, das alles wurde 145.764 Mal im Jahr 2018 geschafft. Meinen großen Respekt an diejenigen, die diese Auszeichnung erhalten haben. Nebenbei gab es natürlich den Kraken, der über 3 Millionen Mal verteilt wurde, den 4-Goal-Hall, der 1,3 Millionen Mal verteilt wurde und der war ja nur kurz verfügbar, als damals das Eishockey-Event lief im November. Gab es 1,3 Mal diesen Aldi-Kraken, wie man den so schön in der Community nennt. Sturkopf, das ist diese Geschichte mit dem RAM. Und Großkaliber und Unterstützer ist hier auch einige Millionen Mal geprockt. Ja, das sind die Zahlen, die World of Warships für euch hat. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem persönlichen Fazit für 2018. 2018 war ein für Sea Krauts sehr, sehr abwechslungsreiches Jahr, sehr, sehr
erfolgreich, muss man ganz klar sagen. Wir haben unseren Weg, unseren Platz in der Community doch irgendwie ein Stück weit gefunden. Gerade am Anfang ist es doch immer sehr, sehr schwer, wenn man neu ist in dem ganzen auch YouTube-Business. Und Business ist vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, weil wir das aus Hobby und aus Spaß und Begeisterung betreiben in erster Linie. Ja, da sich überhaupt erstmal richtig zurechtzufinden. Was ist für euch da draußen interessant? Was macht euch Spaß? Was mögt ihr? Ja? Und da haben wir, glaube ich, unseren Weg 2018 gefunden. Wir haben Anfang des Jahres 2018 unser erstes Gewinnspiel mit euch veranstaltet. Damals, wo wir das erste Jahr Geburtstag gefeiert haben, nämlich im Februar 2018. Und ja, es ist für mich wirklich ein sehr, sehr erinnerungswürdiges Jahr, das erste komplette Jahr von Seekhorse nach dem Gründungsjahr 2017. Und ihr seht hier die Zahlen, die wir für euch hier mal ein bisschen aufbereitet haben. Wir haben eine Wiedergabezeit erreicht von 613.000 Minuten. Ja, und wir haben da, ihr seht es hier oben, nur bis 29.12. die Zahlen vorliegen. Das heißt, eigentlich sind die Zahlen noch einen Ticken höher, aber YouTube ist da immer einen Ticken langsamer, sage ich jetzt einfach mal. Die Zahlen da aufzubereiten. Das heißt, wir könnten erst am 1. oder am 2. dann die Zahlen sehen, die bis 31.12. eingelaufen sind. Auch die Aufrufe sind deutlich gestiegen. 70.435 Mal wurden unsere Videos im Jahr 2018 aufgerufen. Mag ich Bewertungen, also die Daumen nach oben Bewertung, die ihr uns immer wieder gerne da lasst. Auch hier ist ein deutlicher Aufschlag im Ende des Jahres, im letzten Quartal, in den letzten 4-5 Monaten zu erkennen, ist eine deutliche Steigerung zu sehen. Das zieht sich eigentlich alle Punkte hier durch. Nicht ganz einfach daran, dass wir ja 2018 unseren, wie ich schon eingangs sagte, Weg finden mussten und uns im April, Mai 2018 dazu entschieden hatten, die Livestreams von YouTube auf Twitch zu verlagern. Aus unterschiedlichen Gründen. Und wir haben dann aber uns im Sommer nochmal die Köpfe zusammengesteckt. Ich war im Sommerurlaub, habe da mich auch physikalisch mit einem derjenigen, die das hier mitgestalten, persönlich getroffen. Und wir haben für uns einfach ein Fazit gezogen und haben halt dann gesagt, wir werden einfach sagen, nö, wir machen Twitch nicht mehr weiter. Wir werden alles auf eine Plattform bringen und nicht mehr zweigleisig fahren. Also Twitch und YouTube oder YouTube nur noch die Videos, die quasi offline sind, nicht live sind und die Livestreams nur bei Twitch. Wir haben das alles eingestampft und haben halt von vornherein gesagt, dann wir werden dann ab September anfangen und alles, was wir an Videomaterial produzieren, ob Livestreams oder Offline-Videos in dem Sinne, also Offline-Videos, Online-Videos, ganz normale Videos, die halt hochgeladen werden, euch auf einer Plattform zu präsentieren. Und das wird auch 2019 so sein, dass wir YouTube als unsere Hauptplattform betrachten und auf YouTube weiterhin unsere Videos für euch in dem gewohnten, in der gewohnten Qualität hier präsentieren. Ja, auch da hat sich eine ganze Menge getan. Die Qualität hat sich einfach meiner Meinung nach deutlich verbessert. Wir sind an euren Anforderungen gewachsen. Wir sind aber auch technisch gewachsen. Ich habe jetzt hier eine Greenwall dieses Jahr bekommen. Im Oktober, November war es soweit, so dass ihr mich jetzt quasi so schön ausgeschnitten jetzt gerade sehen könnt. Und ja, jetzt seit Weihnachten ein Studiomikrofon, so dass das auch der Klang eine qualitative Steigerung erhalten hat. Und ihr alle zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Wie gesagt, ich hatte es eben schon gesagt, die Statistiken in dem Fall, glaube nie eine Statistik, die du dir selber gefälscht hast, so nach dem Motto. Aber hier ist es eben so, man kann ganz klar einen Ausblick oder einen Ausschlag sehen. Gerade in den letzten 4-5 Monaten ist es doch deutlich nach oben gegangen. Und ich glaube, wir haben jetzt einen eingenordeten Kompass und wissen, in welche Richtung wir weiterfahren wollen mit euch. So, dass wir uns dann halt auch 2019 wiedersehen können, und zwar in dem ersten Event, was wir 2019 für euch vorbereitet haben. Seekhorse wird 2 Jahre alt werden im Februar, und wenn ihr da noch irgendwie dazu beitragen wollt, vielleicht eine Idee habt, was man verlosen kann oder vielleicht uns sogar in der Beziehung Verlosung unterstützen wollt oder ähnliche Sachen, dann könnt ihr das gerne tun. Kommt einfach auf unseren Discord-Kanal oder kommentiert hier unter dem YouTube-Video und schreibt uns, ja, was ihr gerne machen möchtet oder ob ihr euch sowas vorstellen könntet.
dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen was Besonderes auf die Beine gestellt bekommen. Zum Ende Februar, Anfang März wird dieses Event bei uns auf dem Kanal hier laufen, weil wir uns dann halt ja schon 2 Jahre zur Community zugehörig fühlen dürfen. Und ja, ich freue mich darauf auf jeden Fall. Es gab schon die eine oder andere Anfrage. Wenn ihr uns direkt kontaktieren wollt, könnt ihr das gerne tun. Einmal, wie gesagt, hier unter dem YouTube-Video. Die nächste Variante wäre dann unsere Facebook-Seite. Die Facebook-Seite, die wir immer pflegen, wo wir euch die ganzen Informationen, die in World of Warships irgendwo existieren, vom Englischen auch in Deutsch übersetzen. Die ganzen Development-Nachrichten werden bei uns relativ zeitnah ins Deutsche übersetzt, je nachdem, wie man dann halt Zeit hat, neben der Arbeit, neben der Familie und so weiter. Aber wir bemühen uns relativ zügig, euch die Informationen zur Verfügung zu stellen. Und dann gibt es seit kurzem auch die öffentliche Möglichkeit, unseren Discord-Server zu joinen. Und ja, da bekommt ihr dann auch sämtliche Codes relativ schnell zur Verfügung gestellt, weil da einfach jede Menge Mitglieder aktiv sind. Und wenn es dann irgendwo Informationen gibt, das hat uns auch schon geholfen, die wir dann halt auch schnell auf die Facebook-Seite bringen konnten oder sogar in die Flaschenpost bringen konnten. Ich möchte mich jetzt ganz, 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 ganz herzlich bei allen von euch da draußen für das starke Jahr 2018 bedanken. Ich finde es ganz, ganz toll, wie ihr uns im Jahr 2018 unterstützt habt. Ich hoffe, dass ihr euch genauso doll wie ich auf Jahr 2019 freut, auf viele gemeinsame Stunden in Livestreams, in Videos, viele, viele gute Informationen, die ja, euch weiterhelfen oder die euch einfach noch mal ein paar Sachen erinnern, so wie dieses Video, was wir jetzt hier gerade machen, wo man einfach noch mal so ein bisschen zurückblickt zum Beispiel oder einfach nur Spaß miteinander hat. Und ich sage jetzt, ich wünsche euch einen ganz super tollen Rutsch ins Jahr 2019, eine tolle gemeinsame Zeit. Ich kann 2019 kaum erwarten, dann den ersten Livestream wieder mit euch sozusagen zu veranstalten. Und von daher, alles, alles Gute und bis ins nächste Jahr für euch und eure Familie und Freunde. Ne? Bis dahin, kommt gut rüber, wir sehen uns drüben. Haut rein, ciao, ciao.